Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch das Thema Nukumal nochmal genauer besprechen. In meinen letzten Videos habe ich ja schon mehrmals erwähnt, dass Nukumal sehr wichtig sein werden für das kommende Update, da wir extrem viele davon brauchen und wir die selbstständig erfahren müssen. Also wir können sie nicht irgendwie durch andere Leute bekommen, aber die Nukumal an sich sind die einzige Sache im Spiel, die wir wirklich für uns selbst erfahren müssen. Die kann uns niemand schenken, die kann uns auch niemand erhacken oder sonst was. Wir müssen die Nukumal wirklich selbst erfahren. Und ein User auf Twitter hat ausgerechnet, dass wir knapp 90.000 Nukumal brauchen, um wirklich jedes Item freizuschalten, was neu im Update hinzukommt und mit Nukumal gekauft werden muss. Natürlich werden diese Items früher oder später wahrscheinlich doch noch auf Treasure Island zu finden sein. Ich persönlich habe da aber meine Bedenken, ob die Treasure Islands wirklich so bestehen bleiben, wie wir sie kennen. Aber es wäre nochmal ein anderes Video. In dem heutigen Video geht es aber darum, wie ihr am schnellsten in kurzer Zeit viele Nukumalen farmen könnt und wie ihr bis zum Update euch auch noch eure Nukumalen sichern könnt, damit ihr genügend Nukumalen habt, um alle neuen Sachen freizuschalten. Ich muss dazu sagen, ich habe vor ein paar Tagen von einer englischen YouTuberin dieses Video hier gesehen und sie hat einen Guide dazu gemacht, wie man am besten die Tasche sortiert, damit man schnellstmöglichst die Nukumal Plus Aufgaben abarbeitet. Und das habe ich nochmal verfeinert. Ich habe im Stream das mit euch zusammen ausprobiert und habe noch meine eigenen kleinen Tipps und Tricks hinzugefügt, plus noch ein paar andere Sachen, wie ihr am schnellsten die Nukumal bekommt. Ja, wie ihr schon gehört habt, dreht es sich hier viel um die Nukumal Plus Aufgaben. Die werden wir nämlich jetzt durchgrinden, das heißt, wir werden richtig viele Aufgaben davon machen. Und wenn man das richtig macht, dann kann man in einer Stunde 10.000 Nukmalen farmen. Es gibt auch noch ein paar Tipps und Tricks, zum Beispiel ist es auch ganz hilfreich, wenn ihr zu einem Freund reist, denn der erste Flug des Tages gibt euch auch nochmal 1.000 Nukmalen obendrauf. Und natürlich auch noch zum Automaten zu gehen. Da könnt ihr bis zu 300 Nukumal bekommen, wenn ihr eure Streak aufrechterhaltet, also wirklich jeden Tag zum Automaten geht. Ich glaube, bei mir hier in dem Account bin ich gar nicht so weit mit der Streak, aber wir werden das alles mit dazu rechnen und werden probieren, jetzt innerhalb einer Stunde 10.000 Nukumal zu erfahren. Ihr seht da oben, ich habe extra meine Kamera heute nach unten gemacht, damit ihr den Nukumal-Stand immer sehen könnt. Ich habe aktuell 195.370 Nukmalen. Das Ziel ist es also am Ende 205.000 Nukmalen zu haben. Ich zeige euch aber erstmal, wie ich die Tasche sortiert habe, damit ihr am effektivsten diese ganzen Nukmalen-Aufgaben abarbeiten könnt. Hier haben wir erstmal. Ich fange hier oben an, natürlich alle Werkzeuge. Ich persönlich benutze keinen Sprungstab, da ich auf meiner Insel eh nicht so viel über Flüsse springen muss und auch gar nicht so viele Flüsse habe, ehrlich gesagt. Eine Leiter ist aber immer ganz praktisch, sonst muss man doch irgendwo hochklettern oder runterklettern. Dann natürlich die Angel, weil wir auch Fische angeln müssen, den Kescher für Insekten. Wir müssen auch ab und zu Blumen gießen bei den Nukmalen-Aufgaben. Die Schleuder, um einen Ballon vom Himmel zu holen. Die Schaufel ist auch sehr wichtig, wir müssen viel ein- oder ausgraben. Die Axt, falls wir einen Baum fällen müssen. Und die Steinaxt, falls wir Holz sammeln müssen. Dann müssen wir eventuell auch noch was umgestalten, deswegen haben wir noch Umgestaltungssets mit dabei. Der Baum ist ja einfach nur da, damit ich ihn fällen kann, so schnell wie möglich. Dann haben wir ein paar Früchte, wir müssen Früchte verkaufen oder auch einen Fruchtbaum pflanzen, deswegen ist es ganz cool, ein paar Früchte zu haben. Ich habe die extra aber hier in Fünferplätze geteilt, weil wir müssen meistens immer nur 5 Früchte verkaufen und alles, was wir mehr verkaufen, wäre Waste, weil das dann zu viel ist. Dann haben wir Papierchaos, das ist ganz wichtig und das unterscheidet hier meine Tasche auch nochmal von den anderen Taschen und Guides, die da draußen sind, denn das Papierchaos ist sehr, sehr praktisch. Ihr könnt das Papierchaos immer wieder zu Dokumentenstapel umgestalten bzw. umcraften, also wenn ihr die Aufgabe habt, 3 Sachen zu craften, könnt ihr das Papierchaos zum Dokumentenstapel, das Dokumentenstapel wieder zum Papierchaos und das Papierchaos wieder zum Dokumentenstapel craften, also sozusagen immer hin und her möglich. Und ihr könnt das Papierchaos auch umgestalten. Das heißt, wenn wir diese Aufgaben bekommen, also entweder umgestalten oder craften, können wir das alles mit einem einzigen Item machen. Und das ist sehr platzsparend, gerade in der Tasche, wenn wir so viele Sachen mit dabei haben. Dann natürlich auch den Taucheranzug, denn man muss auch ab und zu mal nach Meerestieren fischen. Wir haben dann auch Köder, das ist ganz praktisch, damit wir schneller angeln können. Dann Unkraut. Manchmal hat man die Aufgabe, 20 Unkraut zu verkaufen. Die haben wir auch extra schon in unsere Tasche gemacht. Ich habe die auch extra schon aufgeteilt, damit ich nicht zu viel verkaufe. Aber das müsst ihr nicht, weil Unkraut findet man eigentlich relativ viel. Aber das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Dann ein paar Blumensamen. Wir müssen auch eventuell Blumen pflanzen.
Hier haben wir noch die Früchte. Die Fossilien werde ich gleich vor dem Museum ablegen. Ich habe tatsächlich beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, die Erfahrung gemacht, dass ich diese Fossilanalysieraufgabe mehrmals bekommen habe. Und pro Tag hat man aber nur 5 Fossilien auf der Insel. Das heißt, vielleicht müsst ihr ein paar Fossilien bunkern, wenn ihr das schnell machen wollt. Ich habe heute eh nur 5 dabei. Wenn die Aufgabe mehrmals kommen sollte, dann kann ich die mehrmalige Aufgabe nach einmal nicht mehr machen. Aber man hat ja zum Glück 5 Nukmalen plus Aufgaben. Das heißt, man hat noch ein bisschen Auswahl. Dann haben wir Setzlinge und Büsche. Also entweder ist die Aufgabe halt, einen Setzling oder Busch zu pflanzen. Aber ich habe trotzdem beide Setzlinge mit dabei. Und dann natürlich noch eine Werkbank, falls wir irgendwo was craften müssen. Die haben wir immer parat. Wir haben auch die Aufgabe, uns umzuziehen eventuell. Deswegen haben wir auch einen Schrank dabei. Und dann haben wir noch die Top-Ankäufe des Tages. Bei mir ist es heute die Bauplatzkommode oder das Holzwaschtisch. Ihr könnt euch auch einfach nur für eins entscheiden, aber ich hatte nicht mehr Materialien für die Bauplatzkommode. Deswegen habe ich nochmal einen Holzwaschtisch gecraftet und davon habe ich insgesamt 3 Stück, falls wir die Aufgabe mehrmals bekommen. Genau, und wenn eure Tasche dann so aussieht, seid ihr eigentlich bestens prepared, um wirklich diese Nukmine Plus Aufgaben durchzugrinden, also wirklich in schneller Zeit alles zu machen. Das ist die effektivste Aufteilung und ich würde sagen, ich demonstriere euch das einfach mal. Let's go! Achso, bevor wir anfangen, was eigentlich noch ganz cool wäre, wenn ihr eine Röhre hättet und die hier platzieren könntet, dann könntet ihr direkt vom Laden zu eurem Haus euch teleportieren. Ich habe meine Röhre aber hier in Shiny Reef verbaut, deswegen kann ich die jetzt nicht noch mit irgendwo benutzen, weil ich sie leider verbaut habe, aber ich muss dann dafür halt zum Haus rennen. So, ich habe mal die Fossilien noch vor dem Museum abgestellt und ich würde sagen, wir starten die Challenge jetzt. Okay, dann let's go. Wir gehen erstmal mich selbst besuchen, damit wir die 1000 Nukmalen des ersten Fluges schon mal absahen können. Und wir gehen zum Automaten, dann haben wir das auf jeden Fall schon getan. Okay, ich glaube, ich habe nicht so viel Nukmalen-Bonus. Ja, nur 80. Aber hey, 80 Nukmalen sind immerhin 80. Wir appreciaten jede einzelne Nukmale. Wir können auch direkt mit Chelsea reden, weil wir haben hier eine Aufgabe, dass wir mit 3 Bewohnern reden müssen. Ich hatte schon vorher mit 2 geredet, deswegen passt das auf jeden Fall. Und für die ersten Nukmalen des Tages, also die ersten 5, kriegt man immer doppelte Nukmalen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, daily da reinzuschauen, wenn ihr jetzt keine Zeit habt, wirklich da reinzusuchten und reinzugrinden. Dann macht auf jeden Fall die ersten 5, dann habt ihr auch ein bisschen Nukmalen am Tag bekommen. Also das geht ja auch lokal, also ihr müsst niemanden online besuchen, aber das setzt halt voraus, dass ihr irgendwie noch einen Bruder oder Schwester oder irgendwie vielleicht auch eine zweite Switch habt. Ansonsten könnt ihr auch Leute online besuchen und könnt dann so eure 1000 Nukmalen absahen. So, wir sind jetzt auf hier Spooky Reef, meiner anderen Insel, aber wir fliegen jetzt direkt wieder zurück, weil erst dann, wenn wir auf unserer Insel wieder zurück sind, bekommen wir die Nukmalen gutgeschrieben. So, wir haben jetzt 1000 Meilen gut geschrieben, habt ihr gerade da oben gesehen. Und jetzt geht's richtig an die Arbeit. Was müssen wir alles tun? Ich habe nebenbei noch eine kleine Quest von Walter am Laufen, dass ich ihm einen Goldfisch fangen muss. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich auch eine normale Nukmeilenaufgabe abgeschlossen. Deswegen angeln wir mal im Teich, in der Hoffnung, vielleicht auch noch einen Goldfisch zu fangen, damit wir den bei Walter abgeben können. Und da wir direkt die Fische angeln und dann verkaufen, verdienen wir dann auch gleich durch Verkäufe Nukmalen, Sternis, ich komme schon durcheinander, und haben dann direkt die nächste Nukmalen-Plus-Aufgabe abgeschlossen. Ich muss mich immer so konzentrieren beim Angeln. Und yay, wir haben Goldfisch. Perfekt. Okay, ich verkaufe schon mal ein paar Sachen, weil ich Walter jetzt nicht gefunden habe. Wir werden ihm bestimmt nachher noch begegnen. Da habe ich ein bisschen zu wenig Geld durch Verkäufe gemacht. Dies ist ein bisschen ärgerlich. Oh, wir müssen auch eigentlich mal direkt die Nukmalen abholen. Das habe ich eben gerade vergessen. Wir haben, glaube ich, Pflanze einen Apfelbaum, ne? Ligia Exotica. Okay, die gehen sogar noch zu fangen. So, dann haben wir die Verkäufe auch abgeschlossen. Dann Top, okay, Reichtum dank Top-Ankauf des Tages. Da können wir auch direkt wieder hier das verkaufen, was wir schon vorgecraftet haben. Zum Beispiel einen Holzwaschtisch. Ich frage mich, ob es zählt,
wenn ich Pilze aufsammle, die ich schon hingelegt habe als Deko. Das können wir mal gleich probieren. Einmal werde ich hier den Stein anschlagen. Ich weiß aber gerade nicht, ob das mit Geld auch zählt. Am besten ist es eigentlich, wenn ihr freien Platz um eure Steine habt, aber ich habe nicht so viele Steine auf meiner Insel, deswegen muss ich das so machen. Am besten habt ihr natürlich um eure Steine genug Platz. Da müsst ihr euch da nicht so quälen wie ich. So, wir haben schon 198.000. Das ist schon mal was. Einen Karpfen sollen wir fangen. Das kriegen wir auch hin. Ich probiere jetzt auch mal aus, die Pilze aufzunehmen, die bereits liegen. Ob das dazu zählt. Das würde mich... Yes, das zählt dazu. Sehr cool. Dann haben wir das auch sehr schnell gemacht. Oh, und da hinten ist auch Walter. Dann können wir ihm eigentlich schon den Goldfisch geben. So, jetzt haben wir das geschafft. Ich glaube, das wird tatsächlich ziemlich viel geben. Ja, 1000 Look mal nochmal. So, jetzt haben wir auch einen Karpfen gefangen. Das ist sehr cool. Da haben wir direkt die nächste Aufgabe abgeschlossen. Und gleichzeitig haben wir schon was für die andere Aufgabe gemacht. Und jetzt sollen wir ein Foto machen. Das geht natürlich auch sehr flott. Wunderschönes Foto haben wir hier. Wieder Nuckmalen abholen. Jetzt haben wir hier einen richtigen Lauf. Weiter. Oh nein, das war ein Liga. Die Liga Exotica hätte ich gebraucht. Mist. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen, die noch zu angeln. Beziehungsweise zu fangen, meine ich. Das haben wir geschafft. Und das haben wir geschafft. Und einen Schnabelbarsch soll ich auch noch fangen. Und einen Ballon. Okay, gut. Da müssen wir jetzt drauf achten. Ihr müsst wissen, dass die Ballons immer um 4 und also wenn es zum Beispiel 14.04 Uhr, 14.14 Uhr, 14.24 Uhr oder um 9 Uhr, dann spawnen die Ballons. Es muss aber nicht immer sein. Sie können dann spawnen. Und eure Windrichtung ist immer gleich. Tagsüber von einer Seite zur anderen. Und abends ab 18 Uhr wechselt das, glaube ich. Bei mir ist es hier heute, also morgens oder tagsüber halt von links nach rechts. Also hier, wo ich gerade bin, fangen die Ballons an zu spawnen. Und ab 18 Uhr wechselt dann die Windrichtung. Und so wisst ihr dann, aus welcher... Oh, das ist... Aus welcher Richtung die Ballons kommen können. Ich würde aber euch empfehlen, nicht zu viel Zeit zu verschwenden, nach Ballons zu suchen. Macht lieber die anderen Aufgaben und nebenbei, wenn ihr die Aufgaben macht, wird bestimmt ein Ballon kommen. Das habe ich nämlich zuerst falsch gemacht. Ich habe wirklich die ganze Zeit nach einem Ballon gesucht und so richtig viel Zeit verschwendet. Die Ballons kommen. Früher oder später kommen sie zu euch. Tatsächlich hier, das hier lohnt sich nicht. Löse Nuckmeilen ein. Ihr löst 500 Nuckmeilen ein, um 200 zu bekommen. Das ist tatsächlich ein bisschen fies. Und wenn man Nuckmeilen farmen will, ist es nicht so praktisch. Deswegen würde ich euch empfehlen, solltet ihr diese Aufgabe bekommen, dass ihr das einfach skippt und nicht macht. Wir sind jetzt schon bei 200.600 Nuckmeilen. Das heißt, wir brauchen noch 5.000 und wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte noch Zeit. Hier haben wir endlich unseren Ballon! Hier haben wir unsere Ligia Exotica. Auch ein Tipp ist es einfach, wenn ihr angeln müsst, am Meer zu angeln, wo die Ballons spawnen, wie jetzt gerade, was ich mache, weil ich höre gerade einen Ballon. Das heißt, hier muss gleich einer kommen. Ja, da, perfekt. Aber ich habe währenddessen geangelt, also habe ich keine Zeit verschwendet, indem ich auf den Ballon gewartet habe. Und tada! Geschafft! Wow, guck, jetzt habe ich 3 Sachen auf einmal gemacht, indem ich die alle zusammen verkauft habe. Das war natürlich ein bisschen Glück, aber wir sind eigentlich dem Ziel schon relativ nah. Wir haben noch 5 Minuten. Das sollte eigentlich sehr flott gehen. Okay, die Zeit ist um. Wir haben jetzt genau... Ich fange noch kurz die Nasenschrecke hier. Wir haben... Ich glaube, 100 Nuckmeilen weniger gemacht. Wir sind aber bei 200
und 5000 Nukmalen und 250. Ich glaube, wir sind bei 350 gestartet, also das heißt, wir haben 100 Nukmalen weniger gemacht. Aber wenn ich jetzt hier noch was verkaufen würde, hätten wir die Nukmalen gehabt. Ich war aber gerade dabei, noch Insekten zu fangen, deswegen war ich komplett woanders. Aber ja, das geht. Das heißt, ihr könnt innerhalb einer Stunde 10.000 Nukmalen erfarmen und natürlich auch noch mehr, wenn ihr das weitermachen würdet. Aber so, wenn ihr jeden Tag euch eine Stunde hinsetzt, habt ihr bis zum Update 50.000 Nukmalen erfarmt und habt dann schon mal vielleicht ein ganz gutes Polster und könnt dann auf jeden Fall nach und nach euch die ganzen Items leisten. Nicht zu vergessen, dass pro Trip mit Captain zu den mysteriösen Inseln auch nochmal 1.000 Nukmalen kostet. Daher lohnt sich das Farmen und Suchten und Grinden nach Nukmalen auf jeden Fall. Ich hoffe, dieser Guide war ein bisschen hilfreich für euch. Meine Tasche sieht im Endeffekt so aus jetzt im Nachhinein. Ah, Moment. Sehr durcheinander. Aber wir haben zum Beispiel nicht alle Früchte gebraucht. Ich habe tatsächlich alle Top-Ankäufe gebraucht. Ich musste dreimal den Top-Ankauf des Tages verkaufen. Wir mussten keine Blumen pflanzen, keine Blumen gießen. Das ist halt manchmal random. Ich musste heute auch überhaupt gar keine Fossilien analysieren. Aber so wie ich euch die Tasche vorher gezeigt habe, seid ihr auf jeden Fall bestens gewappnet, um dieses Farmen nach Nukmalen zu ermöglichen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und ja, hier bleiben würdet. Wir sind eine sehr cute und gemütliche Community, auch auf Twitch. Also schaut gerne auch mal bei meinen Streams vorbei. Dort spiele ich auch sehr viel Animal Crossing, aber auch andere Spiele. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!